Griechenland kauft 400 Panzer für seine Armee. Während die EU-Finanzminister darum ringen, einen griechischen Staatsbankrott zu verhindern, bestellt Athen das Kriegsgerät bei der US-Armee, die die Panzer gebraucht verkauft. Der Stückpreis soll bei 10 Millionen Dollar liegen, meldet die schwedische Zeitung Sitt Näringsliv. Außerdem scheint Griechenland auch noch die Anschaffung von 20 bis 100 Amphibienfahrzeugen in Erwägung zu ziehen. Mehr Hintergrundinformationen dazu lesen Sie bei www.kop-online.com. Soweit die Kop-Nachrichten.